Ich fand mich heute, ohne eingebildet klingen zu wollen, Ivi hübsch. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es wieder eine neue Folge Teenie-Tagebuch und ich kann euch schon so viel verraten. Ein neuer Junge wird auf der Bildfläche erscheinen. Falls ihr die letzten Folgen irgendwie verpasst habt, dann schaut mal in die Infobox, da sind alle verlinkt in einer Playlist. Und wenn ihr mich abonniert habt und Probleme habt mit der Abo-Box, weil die Videos irgendwie nicht angezeigt werden, dann klickt mal auf die Glocke da unten. Wenn ihr die aktiviert, verpasst ihr nichts mehr. Frag mich nicht, warum YouTube es so kompliziert macht und man quasi doppelt abonnieren muss, aber so, as you know. Und wir starten jetzt. 17.01.2007. Liebes Tagebuch. Was heute passiert ist, ist mal wieder unglaublich. Simon, also er macht ja mit Anna genauso rum wie mit mir. Anna war eine Bekannte von mir, also niemand Relevantes, großartig. Zumindest, also die ist schon relevant, aber nicht für mich. Im ICQ hat er zu ihr gemeint, ob er mit seiner Freundin nicht mal bei ihr vorbeikommen kann. Sie hat gesagt, okay. Und auf einmal wollte er alleine kommen, aber dann ist er doch nicht gekommen. Jetzt wollen Anna und ich ihm am Samstag die Meinung sagen. Finde ich gut. Bloß ich befürchte, dass Anna ihm wieder in den Arsch kriechen wird. Naja, anderes Thema. Heute hatten wir Kochen und in meinem Bus war Daniel. Leute, was geht ab? Endlich, endlich. Ich kann Simon echt nicht mehr sehen und hören, ne? Also wirklich, der geht mir so auf den Sack, wirklich. Bah! Endlich. Er ist echt totally sweet. Totally sweet. Okay. Totally sweet. Er hat voll hergeguckt und wir haben uns auch des Öfteren beobachtet. Leider hat er ja schon länger eine Freundin. Oh, das Problem, dass man Typen gut findet, die eine Freundin haben. Ja. Dann war da noch Dave, Daniels Freund, im Bus. Und als er dann mit mir im Umsteigebus war, hat er sich die ganze Zeit umgedreht. Voll assi. Richtig, richtig assi. Also, ich kann mir nichts Asozialeres vorstellen, als jemand, der sich umdreht. Ach ja, ja, ja. Teenie Silvi ist einfach der Knaller. Aber ich fand mich heute, ohne eingebildet klingen zu wollen, Ivi hübsch. Die Abkürzung, wow. Es nimmt kein Ende. Und das ist echt ziemlich selten. Oh, wie süß. Ich hatte einen guten Tag. Es ist auch überhaupt nichts Schlimmes, sich hübsch zu finden. Wirklich. Man hat immer mal Tage, wo man sich nicht so schön findet und vielleicht auch hässlich. Aber man darf sich auch hübsch finden. Und ich finde, das ist so in der Gesellschaft so verpönt, dass man so sagt, ja, ich finde mich hübsch, ja, ich mag mich. Aber das ist so bescheuert, weil eigentlich sollte das jeder über sich sagen können. Sag ich immer wieder. Also wenn man jetzt sagt, boah, ich bin die Geilste der Welt und alle anderen sind scheiße, das ist natürlich nicht so gut. Aber wenn man sagt, hey, ich mag mich, why not? Aber damals, da sieht man schon wieder mal, das wird einem so scheiße eingebläut. Ach, egal. Aber heute fand ich auch total lieb, dass meine Freundinnen sich um mich gekümmert haben. Doch sie trauen mir das am Samstag trotzdem nicht zu. Danke, danke, LG Silvi. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, ob ich wirklich Simon die Meinung sagen werde. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so dran. Aber schauen. 19. Januar 2007. Liebes Tagebuch, gestern war dieser Sturm. Das war echt hart. Ich habe meinen Hasen Johnny ja Gott sei Dank am Mittag noch in die Garage. Ja, ich hatte einen Hasen, der hieß Johnny. War richtig cool. Der war echt geiler Hase. Und den Daniel habe ich im ICQ geaddet und wir haben geschrieben. Er wollte wissen, wer ich bin. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich noch an ein Mädel mit braun lockigen Haaren am Mittwoch um ca. 3 Uhr im Bus erinnern kann. Stalking Mode on. I love me. Ich habe den einfach geaddet. Krass. Ich bin wirklich cool. Er hat gemeint, ja, kannst du mir ein Bild schicken? LOL. Oh nein, nicht diese Phase, nicht die LOL-Roffel-Phase. Naja, konnte ich dann nicht, weil mein Komp, Abkürzung und Flieg, Computer, wahrscheinlich, ja, nicht geht und ich am anderen war. Okay. Und heute fällt in ganz Bayern wegen dem Sturm, der jetzt eigentlich nicht mehr schlimm ist, in Klammern, es regnet halt heftig, die Schule aus. Voll gut. Also können wir heute auch keine Mathe-Schulaufgabe schreiben und morgen ist schon Samstag. Mann, die Woche ging echt super schnell rum. Also vielleicht schreibe ich ja noch was, ist erst morgens. LG Silvi. Och süß, und dann habe ich so ein Bild hingeklebt von Bibi und mir
Und dann steht da Best Friends, aber die E's als Eurozeichen und die S als Dollarzeichen. Und Friends ohne D. Best Friends. Tja, ist jetzt auch nicht mehr so. Jetzt wird's spannend. Ist jetzt so spannend. 20. Januar 2007. Liebes Tagebuch. Gestern haben Daniel und ich uns noch geschrieben und er hat mir HDL in Klammern hab dich lieb geschrieben. Freu! Und jetzt geht ach das E-Net von meinem Vater nicht mehr. Voll scheiße. Außerdem geht Jana nicht zur Feuerwehr und Anna nur vielleicht. Also kann ich nur hoffen, dass noch Mädels dabei sind. Hoffentlich kommt Anna. Alleine kann ich Simon nicht zur Rede stellen. Also bis dann. Ciao. Oh nein. Das mit dem. Weißt du, die Leute ziehen. Die Leute haben einfach keine Eier. Simon war nicht da. Und Anna auch nicht. Ich musste mich also mit kleinen Kindern und einem langweiligen Vortrag herumschlagen. Was ein Scheißtag. Ich meine, die ganze Zeit ist echt jeden Tag was passiert. Und jetzt tot langweilig. Boah, ey. Es war echt wirklich so. Bei mir passiert ständig irgendwas. Und man sieht das ja auch am Tagebuch. Ständig ist irgendwas anderes. Und ich habe quasi das Drama gesucht in meinem Leben. Ich wollte Drama, ich wollte aufregende Geschichten haben. Ja, wenn es damals schon Storytime gegeben hätte, ne? Ne, Freunde? Das Schicksal oder der Zufall soll sich mal wieder was für mich einfallen lassen. Denn ich hasse Langeweile. Ja, das ist tatsächlich heute auch noch so. Ich hasse Langeweile. Aber wer nicht, ne? Aber mir ist auch eigentlich nie langweilig. Morgen koche ich. Da freue ich mich schon drauf. Aber auf die Erdkunde-Ex am Montag ja mal gar nicht. Das ist so viel. Naja, ich hoffe mal, dass ich Ivan auch mal Glück in der Liebe habe. Wäre echt schön. LG Silvi. Ja, darauf wartest du heute noch, Silvi. Ich muss ja sagen, dass ich es echt gut finde, dass ich endlich nach anderen Jungs auch mal Ausschau halte, weil Simon geht mir wirklich sowas von auf den Wecker. Ich finde den ganz schlimm, wirklich. So rückblickend gesehen war das einfach ein Vollpfosten. Und deswegen sollte er dieses Video sehen und sich darin erkennen. Also ich weiß ja nicht, wie du heute bist, aber damals, das war schon echt anstrengend. Wobei ich ja auch anstrengend war, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, dann dürft ihr mich hier gerne abonnieren. Hier verlinke ich euch mal zwei weitere Videos. Und ich bin sehr gespannt, ob der Daniel noch eine größere Rolle in meinem Leben spielen wird. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!